In 1999, mm -hmm. um, there was a report at the uh, European level that uh, Echelon uh, network was monitoring all the communication. Mm -hmm. uh, more than ten years after, uh, Serbian's it became a business. It's now a business. Can you explain us how Serbian's technologies that were at first only used by secret services are now uh, in the free market? Der, das Europäische Parlament hat ja tatsächlich nach ähm, ersten Berichten über das Echelon-Netzwerk ähm, einen ähm, nicht ständigen Untersuchungsausschuss eingerichtet. Das heißt, es gab im Parlament einen Ausschuss, der sich über einen Zeitraum von zwei Jahren ähm, versucht hat, ein umfangreiches Bild äh, davon zu machen, inwieweit jetzt also. Der amerikanische Nachrichtendienst tatsächlich europäische Kommunikation abhört, über Satellit, über Glasfaser, über Auslandsverbindungen aller Art. Der Echelon-Ausschuss des Europäischen Parlaments hat ein ganz markantes Datum, wann es seine Arbeit mit einem Bericht, den man auch immer noch im Internet findet, beendet hat. Das war der 10. September 2001. Das heißt, ähm, ein Tag vor dem 11. September ähm, hat das EU-Parlament äh, seinen Bericht vorgestellt. Und einen Tag später äh, hatten wir die Ereignisse des 11. Septembers. Und ähm, ja, das Thema war sozusagen vom Tisch. Und ich glaube auch, dass insgesamt der 11. September hier ein ganz markantes Datum ist, also 11. September 2001. Ähm, die ganzen Ereignisse, die dem folgten, Inklusiv dem äh, Krieg äh, mit dem ähm, Irak, kann man sagen, der gehört da fast noch mit rein, äh, bis hin zu den heutigen Auseinandersetzungen in Afghanistan. Äh, und diese ganze Antiterror-War on Terror-Geschichte, die hat natürlich viel damit zu tun, dass bisherige Hemmschwellen und auch demokratische ähm, ich sage mal, Rechte, die man Bürgern zugestanden hat, Recht auf Brief und Fernmale Geheimnis, dass das ganz viel davon quasi geopfert wurden, aus dem Fenster geflogen sind, weil man dann einen gemeinsamen Feind hatte. Und das ist ja, wenn man sich die deutsche Geschichte anguckt, der Reichstagsbrand, das war dasselbe. Da gab es einen bösen kommunistischen Feind, der angeblich das Parlament angezündet hatte. Und dann musste man also gegen diesen Feind entschlossen vorgehen und schon war die Demokratie abgeschafft. Auf eine Art war der 11. September, glaube ich, dasselbe in den Vereinigten Staaten, aber eben nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch bei vielen Bündnispartnern. Dazu gehört Deutschland und Frankreich, genauso wie viele andere europäische Länder, wo dann in Deutschland die sogenannte bedingungslose Solidarität auch ausgeübt wurde. Das heißt, wir sind dann auch in jedem beschissenen Krieg, der da angezettelt wurde, mit reinmarschiert, obwohl eigentlich die deutsche Geschichte äh, uns äh, davor hätte bewahren sollen. Die ähm, weitere Entwicklung, also es ist da in der Tat ähm, auch in diesem Atemzug eine eigene Industrie gestanden, nämlich eine Industrie, ähm, die es bislang... Ähm, so eine Schattenindustrie war, diese Technologie für Überwachungstechnologie, für Telefonabhöranlagen, für Auswertung von Verkehrsdaten, all diese Sachen. Die haben natürlich einen richtigen Boom erfahren, genauso wie das Militär. Dieser Krieg gegen Terror hieß ja, jeder war verdächtig und das ist ja eigentlich bis heute dass hier ähm, Menschenrechte nicht mehr die dominante Rolle spielen, sondern es um den sogenannten Schutz von äh, der Gesellschaft geht gegenüber einem Feind, von dem nicht mal äh, sicher ist, dass es ihn gibt. Aber eins ist sicher, nämlich dass viele Maßnahmen, die ergriffen werden in dem Krieg gegen sogenannten Terror, äh, in der Konsequenz völlig demokratiefeindlich sind.